Wir waren ganz klein, als ich damals anfing. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Kolleginnen schon da. Ich habe dann angefangen und ich hatte vorher schon einen Job, wo ich sozusagen was komplett neu entwickeln konnte. Und das war hier eigentlich ähnlich. Es gab keine ausgetretenen Spuren. Man musste wirklich alles neu erfinden. Ich hatte von Anfang an ein unglaublich tolles Team. Ja, als ich hier als Aushilfskraft im Studienwerk angefangen habe, waren wir zu dritt und ich hatte vom Studium keine Ahnung, weil ich selber nicht studiert hatte. Ich habe auch von Promotionen keine Ahnung gehabt und musste mich hier tief reinarbeiten. Als 2000 die ersten Bewerbungen reinkamen, waren die in dreifacher Ausfertigung einzureichen, in Papierform. Und wir haben alle Informationen, die die BewerberInnen in 20 oder 40 Seiten uns eingereicht haben, in kurzen, knappen Stichpunkten in Excel eingegeben. Und für uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung war es sofort klar, also natürlich wollen wir die fördern, die keinen akademischen Bildungshintergrund haben, für die es nicht selbstverständlich ist, ein Abitur zu machen oder an der Hochschule ein Studium zu absolvieren. Wir haben dann auch sehr, sehr schnell auf Studierende mit Migrationsgeschichte geguckt, bei denen sich ja soziale Ungleichheitsmerkmale dann nochmal potenzieren. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt doch, ich würde mal sagen, seit 2010 an den Anteil von Erstakademikerinnen immer weiter gesteigert sind. Wir sind jetzt bei 60%, haben sogar die Hans-Böckler-Stiftung überholt. Und das, glaube ich, ist das, was worauf also das gesamte Studienwerk stolz sein kann. Und dass Bildungsungerechtigkeit so eine zentrale Rolle spielt, gerade auch bei der Promotionsausbildung, finde ich ganz, ganz großartig. Und das allein wäre schon Grund genug, um Studienwerk zu gratulieren. Ich beispielsweise habe keinen akademischen Bildungshintergrund. Das bedeutet, meine Eltern haben weder beide Abitur gemacht, noch haben einer von beiden studiert. Heißt, meine Eltern wissen gar nicht, wie es ist, an einer Hochschule oder Universität zu sein. Und es gibt ja auch verschiedene Statistiken, die beweisen, dass sehr viele Arbeiterkinder sozusagen es viel schwerer haben, aufs Gymnasium zu kommen oder in die Universität und dort zu studieren, was ja auch nicht immer nötig ist, muss man auch ganz klar hier sagen. Wir haben ja auch jetzt Stipendien für Auszubildende. Also 2023 gab es eine Bildungsinitiative vom BMBF zur Förderung der beruflichen Bildung und diese wurde für die Begabtenförderwerke eröffnet und letzten Freitag fand der Auswahlausschuss statt und wir haben 20 neue Auszubildende ausgewählt, die jetzt ab 1. August oder ab 1. September mit Start ihrer Ausbildung gefördert werden können. Ja, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich habe immer das Gefühl, dass ich 2 Schritte mehr gehen muss, wo andere nur 1 Schritt gehen müssen. Und daher kommt, glaube ich, dieses politische Interesse, also zu wissen, warum ist das so? Und in Zeiten von Fake News und so ist es für mich extrem wichtig zu wissen, woher ich meine Informationen nehme. Und ich denke, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung da für mich einfach ein wichtiger Ansprechpunkt ist. Und deshalb habe ich mich da öfter informiert über Themen. Die Stiftung war für mich noch gar nicht in meiner Reichweite damals, weil man muss wissen, ich hatte Analphabeten als Eltern und entsprechend war es mir nicht klar, dass ich mich für ein Stipendium bewerben kann bei den ganzen verschiedenen Gartenförderungswerken. Als ich mich für das Stipendium beworben habe, hatte ich meinen Vertrauensdozent im Gespräch. Und als ich dann dort in den Raum ging, war die erste Frage gleich, haben Sie diese Bewerbung selbst geschrieben? Und davon war ich dann schon ein bisschen amüsiert und musste darüber lachen,
weil meine Vertrauensdozentin diese Bewerbung so mochte und damit sicherstellen wollte, ob ich sie wirklich selbst geschrieben hatte. Das fand ich doch sehr amüsant. Es passiert in der Stiftung immer wieder, dass Leute, mit denen ich mein Auswahlgespräch geführt habe, das sind ja doch jetzt mittlerweile sehr, sehr viele und ich erinnere mich nicht an alle Gesichter. Und dann kommt man mal zu einer Tagung oder plötzlich tauchen die dann selber als studentische Vertreterinnen in einem Auswahlausschuss auf und erinnere mich daran, hey, du hast mich damals interviewt beim Aufnahmeverfahren oder so. Also auch zu sehen, wie Freya auch schon gesagt hat, es geht weiter und die Leute machen dann gute Studienabschlüsse und Promotionen etc. etc. Also das finde ich auch immer sehr, sehr toll, sowas zu erfahren. Ich habe eine Stipendiatin als Sachbearbeiterin begleitet, die drauf und dran war, alles hinzuschmeißen und nicht mehr weiterkam. Und ich hatte mir dann in Rücksprache mit Kolleginnen ein Konzept überlegt und bin mit ihr in so eine Art Coaching gegangen und habe mehrere Treffen mit ihr vereinbart. Und wir haben geguckt, wir haben Ziele vereinbart und Fristen gesetzt. Und anhand dessen hat sie ihr Studium weiterführen können und dann auch beenden können. Und das war ein ganz wunderbares Gefühl. Aber auch vor Ort, die Arbeit mit Studierenden, finde ich auch, es gibt mir extrem viel Energie und Hoffnung. Und wenn man zum Beispiel wieder liest, man liest hier dann für zum Beispiel den Promotionsausschuss, keine Ahnung, zwischen 30 und 50 Promotionsprojekte. Und zu sehen, woran Leute heute forschen mit der linken Agenda, finde ich immer unglaublich empowernd. Also, es ist nicht nur so, dass ich da was reinstecke, sondern ich kriege da sehr, sehr viel. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen, dass sie wirklich bei aller zunehmenden Verwaltung, was wirklich schwieriger wird, dass sie sozusagen immer es schaffen, den Blick auf den oder die Einzelne sich zu bewahren, genau hinzugucken, nicht bürokratische Regeln vorzuschieben, sondern wirklich sich auseinandersetzen, jeden Tag neu. Das ist unglaublich anstrengend und manchmal auch sehr kraftraubend. Aber ich glaube, anders geht es nicht. Und wir würden sonst, glaube ich, einem linken Förderwerk nicht gerecht werden. Und wenn du wirklich partizipierst und mitmachst, dann kannst du wirklich ganz viel von der Förderung mitnehmen. Die Stiftung war eigentlich immer für mich da, wenn ich ein Problem hatte. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich. Man konnte immer auf sie zukommen, auf die verschiedenen Menschen, die dahinter stehen. Und deswegen finde ich die ideelle Förderung sehr wichtig, weil man einfach sehr viel mitnehmen kann. Und machen wir uns nichts vor, Linke an Universitäten sind mittlerweile Mangelware, wenn man mal von prekären Durchlaufstationen absieht. Aber da Menschen zu unterstützen und zu stärken, diesen Prozess auch zumindest anvisieren oder durchhalten zu können, ich glaube, da bietet die Stiftung viel. Also klar, das Stipendium hat den finanziellen Vorteil, aber in erster Linie hat es auch den Vorteil, dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann durch die Stiftung. Ob das jetzt in meinem politischen Engagement ist oder in meinem politischen Wissen, kann ich da einfach extremst viel, ich würde fast schon sagen, aufholen oder auch nachholen. Und dass diese Menschen weitergehen und Gesellschaft mitgestalten, das ist eben ein ganz tolles Ergebnis, also auch für die Stiftung. Dass es Menschen sind, die sich engagieren in Bereichen, in die die Stiftung vielleicht gar nicht so hineinkommen könnte, also auch in Einrichtungen, Institutionen, aber auch Lebensbereiche. Das ist eine Also es ist ein Fund, mit dem man wuchern muss. Was da für ein Reservoir an Wissensproduktion mittlerweile entstanden ist, nicht nur das Personelle, sondern auch tatsächlich die ganzen Broschüren, die man sich hier auch immer wieder mitnehmen kann oder bestellen kann. Was tatsächlich auch etwas ist, dieses ganze Bildungsmaterial wird hier weit über Stipendiatinnen hinaus auch konsultiert.
Zum Jubiläum wünsche ich mir, dass die RLS vor allem nicht die Mut und die Entschlossenheit verliert, die Leidenschaft, die sie in den letzten Jahren hatte, einfach weiterzumachen, diesen Weg, den sie geht, weiterhin zu bestreiten. Dass sie sich für die Kleinen einsetzt und ihnen die Welt ein bisschen näher bringen möchte, auf eine Art und Weise und auch aus einer Perspektive, die vielleicht dem Status quo nicht so ganz konform ist. Was ja auch gut ist, weil so bekommt man Veränderungen. Anders will ich nicht. Mittlerweile haben wir 4.000 Ehemalige und derzeit 1.000 Stipendiaten in der Begleitung. Unzählige davon waren in meiner Begleitung und es erfüllt mich mit Freude, dass ich ein Teil ihres Lebensweges sein konnte. Als ich versucht habe, ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu erklären, was wir hier machen, dass es so ein Studienwerk gibt, das explizit linke junge Menschen fördert. Als ich das versucht habe zu erklären, so etwas wie das Stiftungswesen gibt es ja eigentlich nirgendwo, geschweige denn einen Ort für linke Akademikerinnen, also wurde mir erst klar, also wie bedeutungsvoll das ist und wie bedeutungsvoll auch diese 25 Jahre sind. Und da wünsche ich mir schon, dass da noch mehr, vielleicht auch angesichts der Krise, noch mehr künftiger Zusammenhalt entstehen könnte. Was gibt es eigentlich Schöneres als junge, total engagierte Menschen, die wirklich mit ganz viel Energie kommen und sagen, wir wollen was verändern, wir wollen politisch was bewirken. Es ist eine andere Welt, ist möglich und die das täglich tun. Das ist großartig. Also ich finde, es gibt nicht viele Jobs, die schöner sind.